Ziemlich viel Power in dieser Anlage. Dann wollen wir uns doch mal diese... Ich kann es kaum erwarten, meine CDs auszuprobieren. Dann hören wir uns doch einfach mal die CD an. Wow, das ist laut. Krass. Wenn ich das eben gerade richtig gesehen habe, was ist denn jetzt los? Vorfroh, Smaragd gestohlen, runde Abdrücke hinterlassen. Oha, Purpur geht immer weiter. Beeilung, da will was runterfallen, das müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann das hier ausgeht. Komme ich dran? Da komme ich nicht dran. Da komme ich nicht dran. Habe ich irgendwas, was ich da hochschmeißen kann? Oder irgendwie was? Besser nicht. Vielleicht hätte ich einfach die Musik ausmachen sollen. Bams, 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 bams. Das ist Musik. Machen wir es mal wieder aus. Hui. So. Lautsprecher. Die würden Hoagie gefallen. Ah, das könnte vielleicht funktionieren. Starke Lautsprecher. Hoagie, das war der Dicke. Hoagie heißt der ja. Zu schwer. Zu schwer, komm, mach die Anlage nochmal an. Wow, das ist laut. Batsch. Was auch immer das war. Hui. Sieht aus wie ein Pfannkuchen. So, Mauseloch. Können wir da durchgucken? Es ist ziemlich klein. Bowlingkugel. Kann ich die vielleicht mitnehmen? Das ist zu schwer für mich alleine. Was? Du willst mir doch nicht ernsthaft sagen, dass du zu schwach bist, eine Bowlingkugel hochzuheben. Benutzen. Was kann ich damit machen? Gib. Bowlingkugel. Das ist zu schwer für mich alleine. Ja, ist ja gut. Kann ich die vielleicht mit dem... Da. Nö. Was kann ich denn mit einer Bowlingkugel machen? Kann ich die hier vielleicht gegens Loch schmeißen? Das kann ich nicht machen. Warum denn nicht? Dann macht's einfach mal rums. So, was haben wir denn da? Oh oh. Sieht so aus, als ob es klappen könnte. Welteroberungspläne. Ich will die Welt nicht erobern. Warum denn nicht? Ist doch immer schön, die Welt zu erobern. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Also wenn er jetzt schon angefangen hat, eine Kuh umzustoßen und dann auch noch was geklaut hat. Smaragd, sehr viel wert. Der will sich finanzieren. Videoband. Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Nimm wir die doch mal mit. Das kennen die ein oder anderen auch nicht mehr. Das ist eine VHS-Kassette. Wobei, das könnte sogar wiederkommen, weil die ganz normale Musikkassette kommt ja wieder zurück. Im Jahre 2016. Ein Jahr der Rückschritte. Wenn ich das mal so sagen kann. Oh. Nun, wo ist Dr. Fred? Wähle links oder rechts. Wir wählen einfach mal die linke Tür. Und gehen rein. Was um alles in der Welt ist das hier? Seltsam. Muss ein Edison sein. Sieht ziemlich schwer aus. Das macht nichts. Foto! Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Edna. Nein, eine Anspielung auf Edna bricht aus, ist es nicht. Denk nicht mal dran! Das ist Edna! Okay. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Na, der sah ja echt nett aus. Wow, was für ein Mann. Keine Scherze, mein Lieber. Denk nicht mal dran. Schwester Edna. Huch. Mensch, sie sieht noch schlechter als vor 5 Jahren aus. Ja, das Alter kommt halt irgendwann mal. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Ja, das stimmt. Ich wusste es. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du...
reingekommen. Ich versuche, ein Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Gute Idee. Wirklich? Wie schön. Klingt echt sehr... Wie soll man sagen? Die weiß im Moment überhaupt nicht, worum es geht. Wie geht es, Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Mhm. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Ah. Mit dem Spiel wollten wir Millionen machen, das sie über uns gemacht haben. Das spielen wir ja gerade. Das wissen die ja nur nicht. Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Ah, okay. Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Mit dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Ah, okay. Sie haben nicht zufällig Pläne für eine Superbatterie rumliegen sehen, oder? Superbatterie, hm? Fred hat vielleicht so etwas. Ja, die suchen wir hier gerade. Fred hat mir gesagt, ich soll ihn finden. Oh! Ja. Ich habe gerade die Statue bewundert. Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Okay. Vielleicht werden wir den ja noch kennenlernen. Wenn wir so 200 Jahre in der Vergangenheit rumwandeln, könnte es ja sein, dass der da noch existiert. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Nicht schlecht. Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppel-Kobalt-Geschwindigkeitsmotor. Nicht anfassen. Okay, okay, ein doppelten Geschwindigkeitsmotor ist echt schön. Vor allen Dingen, die ist doch sehr vertrauenswürdig, oder? Die gute Frau. Brrr. Jetzt weiß ich auch, was sie meinten. Die Edison-Familie ist doch sehr hässlich. Was er meinte, das stimmt schon. Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Sie bestimmt. Die sind so klar. Man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen. Man kann sogar die Fliegen erkennen. Also heute siehst du jedes feinste Detail, weil heute gibt es UHD. UHD, das ist die Zukunft. Was? Ich habe gerade keine Werbung gemacht. Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Sie muss da ja die ganze Zeit sitzen. Komm zurück, wann immer du willst. Okay, die lacht auch schon wie so eine Hexe. Wie wär's denn, wenn wir ihr die Videokassette geben oder das da reinpacken? Geh da weg! Komm, wir probieren's mal. Damit kann ich das Video nicht benutzen. Das ist auch besser so. Etwas Seltsames passiert hier. Da oben siehst du jedenfalls den Selbstmordgefährdeten, der immer mit seiner Pistole mit der Fahne sich erschießen möchte. Der sich mit der Fahnenpistole erschießen will. So heißt es richtig. So, machen wir mal die nächste Tür auf. Mal sehen, was da drin ist. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli. Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nicht, aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Periode? Nicht Episode, Periode, hast du schon verstanden, ne? Oh je, oh je. Jemand, der dieses Spiel kennen sollte, oder die Reihe, es gibt dann noch Manic Mansion, das ist ja auch als Easter Egg mit im Spiel. Das wird also sein, dass wir das höchstwahrscheinlich uns auch nochmal angucken werden, weil das ist hier, glaube ich, als Bonusmaterial dann mit drin. Müssen wir uns mal angucken. Na, auf jeden Fall,
Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Schlecht. Ich sammle jetzt Briefmarken. Oh, süß. Er sammelt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Ja, sind ja auch nette Bildchen teilweise drauf und die sprechen mit einem. Bei Harry Potter zumindest. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, er sitzt einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber... irgendetwas... passierte mit ihm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Okay, ich weiß natürlich nicht, was bei Manic Mansion passiert ist, weil das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich kenne nur dieses Spiel hier. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Doch, warte mal. An irgendwas erinnere ich mich. Ich glaube, der Hamster hier... Ich glaube, Hamster und Mikrowelle. Irgendwas war da. Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Und ich glaube, da ist der dann geplatzt. Der Hamster. Ist eigentlich schon voll brutal. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt der ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Und dann liest er lieber Zeitung. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Oh. Damit spammt er aus, ne? Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihm mal etwas passiert... Ja? Da hat er aufgehört. Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbart. Aber was du sagst, klingt besser. Diese Familie ist schon merkwürdig, ne? Fred Edison ist der Vater von Ed Edison. Und diese Edna, alle mit E. Edna, Ed... Nee, Fred. Nee, der heißt ja Dr. Fred. Ach, ist mir auch Wurst gerade. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Auf Erden! Was? Computer! So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Cool! Ich nicht. Hallo, kleiner Computer. Ich respektiere dich, obwohl du nur 64K Speicher hast. Oh yeah! 64K, das waren noch Zeiten. Was? Ne. Hier ist Manic Mansion drinne. Geil. Das werden wir jetzt aber nicht spielen. Ich werde jetzt hier Wahnsinn. Mal... Kann ich hier speichern? Spiel laden? Spiel speichern! Dann machen wir hier mal einen Speicherpunkt, weil das werden wir uns später hier nochmal angucken. Eds Zimmer. Wir sind schon... Boah, 57% Fortschritt, 5%. Wollen wir mal weitermachen? Also Manic Mansion können wir hier auf jeden Fall rüber spielen. Das finde ich cool. Vor allem den Ghoul und nicht cool. Hamster! Er liest das Wall Street Journal. Nicht schlecht. Oh, ich hab ihn in meiner Tasche. Er ist erstmal ein bisschen geschockt. Siehst du ihm auch schon an. Ich sehe keinen Grund, den Kleinen zu quälen. Oh, da bist du ja nochmal richtig tierlieb. Ich erinnere mich nur daran, manche Adventures sind echt tierlieb. Vor allem den Opfi-Pieps. Jeder, der Deponia kennt, der weiß Bescheid.
Was? Hier oben ist ein Tisch. Ein Verhörungstisch. Was ist hier? Tür. Öffnen. Und rein. Wo ist Dr. Fred hin? Bett. Es ist nicht ganz das Ritz. Das Ritz? Ich will mich nicht überanstrengen. Ja, brauchst du auch nicht. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpurtentakel. Noch nicht mal Zeit zum Schlafen gehen. Fenster? Oh, was? Okay, ich kann hier raus. Hier brauche ich also einen Flaschenzug. Wow, ein Flaschenzug. Durch die Kombination von flexiblen Materialien und einem Rad kann man einen mechanischen Kraftvorteil bekommen, durch Umlenkung der Bewegung und Kraft. Das ist auf jeden Fall sehr physikalisch ausgedrückt. Ich kann's nicht benutzen. Das ist eine Kurbel? Ein Hebel, der an einer Welle angebracht ist, die Bewegung und Drehmoment überträgt. Das klingt cool. Geschlossenes Fenster. Komm ich da rein? Geht nicht. Das klemmt. Was? Dann sorgt dafür, tritt sie ein. Geschlossen. Dreht die... Egal. Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Ah ja, Weihnachtsbeleuchtung. Oh, wie schöne Weihnachtslichter. Naja, gehen wir wieder rein. Also hier gibt's im Moment nichts. Ich war noch nicht da unten und hab diesen Pfannkuchen aufgelesen. Aber wo ist der Edison geblieben? Also der verrückte Fred? Ach ja, dann wollen wir doch mal hier wieder runtergehen. Wir haben ja jetzt hier alles soweit gesehen. Jetzt möchte ich nur mal den Pfannkuchen. Da ist er. Plastikkotze. Ach, das ist Kott. Ich glaube, das ist unecht. Du glaubst es? Dann steck's einfach ein. Plastikkotze. Kann ich ihn vielleicht mit dem Hamster benutzen? Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Ich find's schön, wie er es ausspricht. Gut, dann gehen wir da mal rein. Tür auf. Hier waren wir nämlich noch nicht drin. Was? Oh, so der Clown. Der macht mir voll Angst. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Ja, ich weiß auch ganz genau wieso. Kannst du vielleicht drücken? Jetzt wissen wir. Ich hasse diesen Clown. Ich merke das schon, deswegen hast du auch Angst vor ihm. Ziehen! Diese Szene kann ich gern. Die könnte ich tausendmal angucken. Nimm Uso. Ich kann nicht. Uso macht mir Angst. Dann töte ihn. Töte ihn mit Plastikkotze. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Oder steck ihn den Hamster in den Hintern. Nein. Nein? Na dann nicht. Ein Revolver. Hey, Junge. Du hast die Party verpasst. Welche Party? Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Was? Was macht denn hier ein Scherzartikelverkäufer? Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Quixote? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charles de Gaulle. Möchtest du eine Zigarre? Oh ja! Klar! Klar! Geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Und weg ist der Schädel. Und da wächst ganz schnell ein neuer Kopf. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Ich merke das schon. Ach, das war's schon? Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn?
Das ist eine gute... Nee, warte, nette Zigarre. Wo sind denn nun alle? Wo sind denn nun alle? Die richtig große Sause war gestern Abend. Ich denke, die anderen schlafen sich aus. Ach so. Noch eine Zigarre? Nein. Tut mir leid, meine Mutter hat mir das Rauchen verboten. Wenn ich auf meine Mutter gehört hätte, wäre ich heute nicht hier. Ja. Mach's dir bequem. Kann ich vielleicht dieses mitnehmen? Zigarre. Hände weg! Das ist ein ganz neues Präzisionsgerät. Och Mann. Ein Präzisionstisch mit Müll. Was? Er ist voll mit undefinierbarem nutzlosen Müll und einer Pistole. Na, die Pistole ist ja gerade das Interessante. Reden wir, oder? Ich bin begeistert. Was? Von ihm bist du begeistert? Benutz ihn. Besser nicht. Gute Idee. Würde ich auch nicht. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Vielleicht kannst du mir die Pistole einfach mal geben. Sie haben nicht zufällig irgendwo Pläne für eine Superbatterie gesehen, oder? Batterie? Ja? Darüber weiß ich nichts. Ich bin nur ein Scherzartikelverkäufer, besonders für Zigarren. Ja. Läuft das Ding mit Batterie? Noch eine Zigarre? Ach komm, wir nehmen einfach eine. Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Mist. Ich sagte doch, es ist eine schlechte Angewohnheit. Ja, der lacht natürlich richtig toll. Was haben wir denn? Abschreckender Partymüll. Ekelhaft. Ach ja. Vor allem hier diese grünen Flecken, die erinnern mich so ein bisschen daran, was es nicht so alles gibt an Mikroorganismen. Das möchte ich nicht mal anfassen. Dann ätzt die Hand weg. Das möchte ich nicht mal anfassen. Okay, dann nicht. Was haben wir hier? Was? Das Gebiss! Wieso bewegt sich das Gebiss? Schale mit Zähnen. Sind alle weg? Ja, wenn sie selber weglaufen, bis auf das. Sind alle weg? Kann ich benutzen? Das macht keinen Sinn, das ist leer. Echt? Nicht schlecht. Wie wär's mit... Das macht keinen Sinn, das ist leer. Das ist leer? Oh mein Gott, das hätte ich jetzt noch gar nicht gesehen. Okay, wir müssen also das Gebiss irgendwie ver... Das wollte ich nicht. Gebiss, bleib stehen!